So, nochmal ganz kurz zur Aufgabe und zu den Schätzern. Ich hatte gesagt, Lambda und K sind unsere Schätzer. Das war falsch. Tut mir leid. Lambda und K sind natürlich unsere Formparameter. Das bedeutet, die sind halt ausschlaggebend, wie unsere Kurve am Ende denn verlaufen wird. Also, wenn man zum Beispiel K20 hat, dann und den bekommt man einen Variationskoeffizienten von 0,22, ist es sehr stark normal verteilt und das Ganze gibt halt auch mehr oder weniger mit an, wie schief das Ganze halt ist. Links schief, rechts schief. Nochmal tut mir leid. Wie gesagt, Lambda und K sind Formparameter und jetzt kommen wir nochmal zu den Schätzern. Also, daher, also unsere Schätzer sind hier unser Vx, also der große Variationskoeffizienten. Das ist ja nichts weiter als Vx klassiert. Und der ergibt sich aus unserem kleinen Sx klassiert und aus unserem xm klassiert. Und EX. Und das ist ja unser Erwartungswert. Und das ist ja nichts weiter als auch XM klassiert. Und diese beiden Sachen hier, also das SX und das XM klassiert, das sind bei unsere beiden Schätzer. Also hier haben wir Schätze. Am besten merkt ihr euch für Erlen-K-Verteilung haben wir immer zwei Schätzer. Ich werde nochmal ein Video machen, wie das halt bei den ganzen anderen halt ist, damit wir das zusammengefasst halt haben, wie es bei einer Weibe-Verteilung gibt, ist, wie bei einer Normalverteilung und so weiter. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung dafür, dass ich halt Lambda und K als Schätzer gesagt habe. Es sind natürlich die Formparameter. Ja, wie gesagt, ich kann die Videos halt nur auf dem Basis meines Wissens halt machen und da hatte ich was falsch verstanden. Ich entschuldige mich dafür und hoffe, dass das jetzt klarer geworden ist. Okay, dann noch einen schönen Tag.